Ja, ich begrüße euch wieder. Herzlich willkommen zurück. Ah, nee, völlig verdreht. Ach, egal. Zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney für den Nintendo DS. Und hier haben wir einen wunderschönen Endscreen der ersten Episode, der erste Wandel. Wir können natürlich erst weitergehen, aber vorher noch eine Sache. Vielen Dank an meinen Freund McConnell Productions, der mir gesagt hat, wie ich die Maus hier entfernen kann. Sollte es dennoch gewünscht sein, dass ich die drin lasse, der soll dann bitte an Bescheid sagen. Ich weiß nicht, was besser ist. Okay, Episode 2, Wandel der Schwestern. Hallo? Hier ist Maya. Hallo Maya, ich bin's. Mia! Was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Tut mir leid, ich hatte so viel zu tun. Wie geht's dir? Naja, ich bin einsam. Und du bist schuld. Nein, ich mache nur Spaß. Mir geht's super. Ich gewöhne mich endlich dran, eine eigene Wohnung zu haben. Das freut mich. Eigentlich rufe ich an, weil ich dich in meinen Gefallen bitten möchte. Ja, ich weiß. Du willst, dass ich Beweismittel für dich aufbewahre? Schlau wie eh und je. Der bevorstehende Prozess sorgt für viel Aufregung. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, die Beweise hier aufzubewahren. Ich verstehe. Was ist es denn diesmal? Es ist eine Uhr. Eine Uhr? Ja, sie sieht aus wie diese Statue, der Denker. Und sie sagt die Uhrzeit an. Ich dachte, sie gefällt dir vielleicht. Spielzeug hast du schon immer gemacht. Hey, Schwesterherz, ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Ganz ruhig, ich ärgere dich doch nur ein bisschen. Oh, ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Wie schade. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen, tut mir leid. Ich habe dafür ein paar Dokumente reingesteckt. Dokumente? Das sind also die Beweismittel? Nun, es besteht die Möglichkeit, dass es dazu kommen könnte, ja. Kannst du heute Abend im Büro vorbeikommen, gegen 21 Uhr, um sie abzuholen? Davor bin ich bei einer Vorverhandlung. Okay, Schwesterherz, aber ich erwarte ein Abendessen dafür. Irgendetwas Gutes. Wie zum Beispiel Burger. Ich hätte richtig Lust auf einen guten Burger. Okay. Wir gehen in unseren üblichen Laden. Alles klar, abgemacht. Okay, Schwesterherz, bis bald. Ja, ich warte auf dich, Maya. Wieso wird eigentlich immer dieses Fragezeichen angezeigt, obwohl wir wissen, dass die Maya heißt? Aufgezeichnetes Gespräch, 5. September, 9.27 Uhr. Der Vorfall ist schon einen Monat her. 5. September, 20.57 Uhr, Anwaltskanzlei Fay und Partner. Also, Frau Fay, ich werde mir jetzt nehmen, was mir gehört. Die Dokumente! Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht geben, was ich nicht habe. Frau Fay, Sie sind eine armselige Lügnerin. Ich kann es doch sehen, dort drüben. Das muss der Denker sein, der diese Dokumente verschluckt hat. Woher wissen Sie das? Ha, wissen Sie denn gar nichts über mich? Die Beschaffung von Informationen ist mein Geschäft, verstehen Sie? Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Meine liebe Frau Fay, es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich fürchte, ich muss Sie um noch eines bitten. Um Ihr ewiges Schweigen. Leben Sie wohl, Frau Fay. Red, White, Blue. Episode 2, Wandel der Schwestern. 5. September, 21.08 Uhr, Anwaltskanzlei Fay und Partner. Oh, ich bin spät dran. Nanu, das ist merkwürdig. Die Chefin muss schon nach Hause gegangen sein. Sie sagte, ihre Schwester käme vorbei und dass wir alle essen gehen wollen. Was ist das für ein Geruch? Blut.
Mia! Vielleicht ist sie in ihrem Büro. Bewegen, ja, wir können zum ersten Mal was machen hier. Ja, das ist der Screen außerhalb der, der Verhandlung. Und hier haben wir auch die Gerichtsakte, um immer zu gucken, was wir dabei haben. Hier zum Beispiel haben wir unsere Anwaltsmarke. Niemand würde glauben, dass ich Anwalt bin, wenn ich das hier nicht dabei hätte. So, und Untersuchung. Untersuchen. Wir können natürlich hier jetzt alles untersuchen. Aber im Moment halt noch nicht, weil das noch völlig unwichtig ist. Okay, und wir können uns bewegen. Und wir gehen jetzt ins Büro. Was ist denn hier passiert? Dieser Geruch. Blut! Schwesterherz! Da ist jemand. Chefin? Chefin! Chefin! Wer sind Sie? Das Mädchen ist ohnmächtig geworden. Ich ließ sie auf dem Bürosofa zurück. Ich ging zur Chefin zurück. Sie lag dort unter dem Fenster. Ihr Körper war noch warm. Das konnte ich fühlen, als ich ihre Schulter berührte. Dann, viel zu schnell, begann die Wärme zu verschwinden, bis sie schließlich kalt war. Ein kaltes Herz. Chefin. So, wir gucken mal nach rechts und wir gucken nach links und wir untersuchen diesen Raum jetzt. So, nein, da können wir untersuchen. Einige Glasscherben sind auf dem Boden verteilt. Sie stammen scheinbar von einer gläsernen Stehlampe. Gucken wir doch mal die Chefin an. Oder nein, da liegt die Statue, der Denker. Trockenes Blut klebt daran. Was für eine Ironie, dass sie schon wieder zur Mordwaffe wurde. Okay, untersuchen. Chefin. Schlimm, sie so zu sehen. Aber falls es ihr... Aber falls es hier irgendwelche Spuren gibt, sie bekam mit einem stumpfen Gegenstand einen Schlag auf den Kopf. Sie war vermutlich sofort tot. Der Denker neben ihr auf dem Boden muss die Mordwaffe sein. Der Denker zur Gerichtsakte hinzugefügt. Neben dem Körper der Chefin liegen ein paar Glasscherben. Müssen von der Stehlampe sein, die hinten im Zimmer zerbrochen liegt. Glasscherben zur Gerichtsakte hinzugefügt. Es gibt hier sonst keine weiteren Spuren. Ein Stück Papier. Das muss Mia aus der Hand gefallen sein. Was könnte das sein? Da sehen wir es. Da ist das Papier. So. Mit Blut wurde ein Wort auf diesem Stück Papier geschrieben. Maya? Hat Mia das geschrieben? Dieses Stück Papier ist die Quittung eines Kaufhauses mit Datum von gestern. Quittung zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich glaube, ich habe erstmal genug herumgeschnüffelt. Ich sollte besser die Polizei rufen. Und herausfinden, was dieses Mädchen hier wollte. Eine mysteriöse Sache. Ein Geheimnis, ein Geheimnis, ein Hinweis, ein Hinweis. So, hier müsste sie liegen, da ist das Sofa. Das Mädchen von eben, wo ist sie hin? Ich habe sie doch genau dort hingelegt, auf das Sofa. Oh, ich hoffe, sie ist nicht abgehauen. Erschreck mich doch nicht so. Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie eigentlich? Schon gut, ich arbeite hier. Maya Faye? Also hat Mia den Namen dieses Mädchens geschrieben. Vielleicht sollte ich ihr die Quittung zeigen. Hätte nie gedacht, dass mir so ein Beweismittel außerhalb des Gerichts nutzen würde. Okay, dann tun wir doch mal, was er sagt. Einkaufsquittung mit in Blut geschriebenen Buchstaben auf der Rückseite.
Bevor sie starb, schrieb Mia eine Nachricht mit ihrem eigenen Blut. Sie hat sie auf die Rückseite dieser Quittung geschrieben. Das ist mein Name. Warum? Warum sollte sie meinen Namen schreiben? Bitte beruhigen Sie sich. Wieso sollte meine Schwester meinen Namen schreiben? Oh, da habe ich ja was angestellt. Ich beeile mich besser und rufe die Polizei. Super. Nein, wir reden erstmal. Wir wollen reden, was geschehen ist. Sie steht wohl unter Schock. Ich will sie nicht stören, aber ich muss wissen. Verzeihung. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich kam rein. Das Zimmer war dunkel. Und meine Schwester. Also war sie bereits tot. Sie und die Chefin. Also ist die Chefin ihre Schwester. Sie ist meine ältere Schwester. Und sie wollten sie hier besuchen? So spät am Abend? Ja, sie sagte, ich soll Beweismittel für sie aufbewahren. Beweismittel? Ja, es ging um diese Uhr, den Denker. Zeigen wir ihr doch mal den Denker, vielleicht sagt sie uns dann mehr. Was den Denker betrifft. Denker, das war, oh, Schwesterherz. Hätte sie besser nicht auf die Mordwaffe ansprechen sollen. Armes Mädchen. Büro. Da ist nämlich das Telefon. Klar, in jedem vernünftigen Büro ist ein Telefon. Warum nicht auch hier? Ein ganz gewöhnlicher Schreibtisch. Die Chefin hatte spezielle Ansichten, was die Einrichtung des Büros betraf. Prasse für den Kunden, spare für dich. Okay, super. Verdammt, wie rufen wir jetzt die Polizei? Das erste Geile ist. Ich will das Telefon benutzen. Das ist doch das Telefon, oder? Ah, nee, da ist das. Ey, was ist das denn, wenn das das Telefon ist? Was ist das? Egal. Okay, untersuchen. Gut, ich rufe besser die Polizei. Das ist ja komisch. Am Hörer fehlen ein paar Schrauben. Das sieht aus, als hätte jemand angefangen, ihn auseinanderzunehmen. Ist da die Polizei? Bitte, kommen Sie schnell! Was war denn das? Jemand schreit draußen vor dem Fenster! Sie starrt mich an. Sie hält ein Telefon in der Hand. Die soll jetzt bitte nichts Falsches denken. Bitte denk nichts Falsches. Nein, denk nichts Falsches! Jetzt haben wir ein Problem. Oh, da hat die Polizei wohl einen Unfall gebaut. Die Polizei! Klingt, als käme sie hierher. Keine Bewegung! Polizei! Okay, ich bin Inspektor Dick Gumshoe. Verstanden? Gumshoe? Merkwürdiger Name. Wir haben vom Gebäude gegenüber eine Meldung erhalten. Verstanden? Jemand sagt, er habe einen Mord gesehen. Das muss die Frau gewesen sein, die ich gesehen habe. Jedenfalls, keiner bewegt sich auch nur einen Zentimeter. Kapiert? Großartig. Einfach nur großartig. Maya, Moment mal. Sie würde doch nicht. Nee. Ah! Entschuldigen Sie. Das Wort hier. Maya, sagt Ihnen das was? Das ist mein Name. Was? Dieses Wort hat das Opfer mit seinem eigenen Blut geschrieben. Mit ihrem letzten Atemzug hat sie den Namen des Mörders aufgeschrieben. Mörder? Ich bin kein... Fall gelöst! Sie kommen mit aufs Revier, Madame. Was? Typisch die Polizei. Die handelt immer zu schnell und unüberlegt. Besonders in diesem Spiel, aber das erfahren wir hinterher auch noch. Maya, Mias jüngere Schwester, wurde an Ort und Stelle verhaftet. Ich musste zur Befragung mit und kam erst am nächsten Morgen wieder raus. Meine Lider waren schwer, aber ich konnte nicht schlafen. Ich saß herum und wartete, bis die Besuchszeit im Untersuchungsgefängnis anfing. Ich musste so bald wie möglich mit Maya sprechen.
6. September, 7.07 Uhr. Strafanstalt, Besucherraum. Oh je, sie haben die arme Maya wie eine Kriminelle eingesperrt. Oh, Seasons, der Anwalt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Tut mir leid, keine Chance, also das wäre ein bisschen dreist. Es geht hier um den Mord unserer Chefin. Und sie ist die Schwester. Wir müssen bei unserer Chefin... Das sind wir schuldig, dass wir ihrer Schwester helfen. Selbstverständlich. Natürlich selbstverständlich, aber ich glaube, wir lassen doch ihr die Wahl. Aber sie hat uns doch gerade gefragt. Also, natürlich selbstverständlich. Das Wichtigste zuerst. Ich muntere sie besser auf. Ja, klar, natürlich. Kopf hoch. Wirklich? Oh je, habe ich was Falsches gesagt? Sie sieht trauriger aus als zuvor. Was ist denn los? Glauben Sie nicht, dass ich es schaffe? Nein, niemand wird es schaffen. Wer würde mir denn glauben? Sogar Sie, als Sie mich im Büro fanden. Sie sahen mich an, als hätte ich es getan. Habe ich Sie so angeschaut? Nein, nein! Ich habe nie geglaubt. Schon gut, ich verstehe schon. Und ich habe auch von Ihnen gehört. Gehört? Was haben Sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Heute hatte mein Junior-Partner seinen ersten Auftritt vor Gericht. Wow, echt? Wie ist das gelaufen? Es war einfach großartig. Ehrlich, ich war die ganze Zeit über angespannt. Ist schon eine Weile her. Ha, also ist er mit wehenden Fahnen untergegangen? Er ist ein Genie. Einer von den Typen, die Bösen das Fürchten lernen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist Erfahrung. Hey, klingt, als ob du dich prächtig amüsiert hättest. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehe, sollte ich je in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß nicht mal, ja. Ich denke, du solltest besser warten. Lass ihm noch 3 Jahre Zeit. 3 Jahre, klar, 3 Jahre, oh Mann. Das ist eine verdammt lange Zeit. Es sei denn, du willst für schuldig befunden werden. Unsere eigene Chefin hat so wenig Vertrauen zu uns. So, super. Jetzt fühle ich mich schlecht. Das hat sie gesagt. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, dass das stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, die mir das angetan hat. Ich weiß. Sie weiß was? Was weiß sie?